Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Spay Hearts of Iron 4, wo anscheinend gerade hier wir angegriffen werden. Unschön, ganz, ganz unschön. Wir haben hier ein paar hundert drüber, hier haben wir ein paar hundert drüber, aber ich glaube, wir könnten doch bestimmt hier, guck mal her. Wir können doch bestimmt nochmal sagen, 100 her damit. Nochmal 100 her damit. So, haben wir nochmal 200. Alles mal in die Luft bringen, alles mal in die Luft bringen. So, nicht anders muss der Luftkampf ausschauen und wir sind grün. Wir sind grün, wir haben die Überlegenheit, wir schießen mehr gegnerische Maschinen ab. Da würde ich doch mal grassi sagen, das haben wir. Also wie wir Rom haben. Ja, bitte weg, bitte weg, bitte weg. Das ist auch uns gehört. Gebiet verteidigen, bitte. Wenn das jetzt auch uns gehört, dann müssen wir das auch noch verteidigen. Ja, es ist ziemlich viel, was wir verteidigen müssen. Da haben wir noch ein bisschen was. Weg damit. Ja, yep. Was haben wir hier? Auch noch ein paar Schiffe, die denken, sie müssten angreifen. Ja, nicht verlange, nicht verlange. Sind Divisionen, das ist viel. Das muss ich sagen, ist richtig viel. Das kann ich natürlich so nicht abfangen. Da wäre es eher interessant, euch mal kurz hinzuschicken. Wobei, Schwachsinn, Schwachsinn. Kurz laden. Was so ist. Das sollen die irgendwie regeln. Italien hat schließlich auch Militär. Das muss ja quasi auch ein bisschen was für sein Geld tun. Ist er da unterwegs? Ist er da unterwegs? Ist er da unterwegs? Schauen wir doch mal. Hat mit euch überall dran. Na, hier hat er mal auch. Ich weiß nicht, wer hier bombardiert. I-Time bombardiert hier, okay. Hier bombardieren wir. Ja, das ist. Das läuft gut. Das läuft schon gut. Das passt schon. Wir müssen nur so ein bisschen mehr von der Front abziehen, dann läuft es schon. Ja gut, ich komme halt, ich komme zur Hilfe, was soll's, ich komme zur Hilfe. Bitte einmal anhalten. Bitte einmal dorthin gehen. Und einmal dort rum angreifen. So, los geht's. Go, 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 go. Ja, sie versuchen es halt immer noch. Sie versuchen es immer noch, nur um dann kläglich zu scheitern bei dem Versuch. Na, Japan ist hier draußen unterwegs und wird einfach nur abgeschossen. Sagen, warte mal, bis die Truppen da sind. Ja, wird lustig. Das wird mehr als lustig. Rom einnehmen? Ja, nicht mit uns. Nicht mit uns. Truppen sind bereits unterwegs. Danach können wir die hier angreifen. Von da nach da einfach so zu Gaudi und dann ist auch gut. Sonst noch irgendetwas. 100, 100. Da ist nichts mehr los momentan. Überhaupt gar nichts mehr. Wisst ihr was? Wisst ihr was? 1, 2, 3. Dann machen es wieder im kleinen Format. Zack. 1, 2, 3. Und im kleinen Format. 1, 2, 3. So. 1, 2, 3. Wunderbar. 10 Tage läuft. Selber Schuld, selber Schuld, selber Schuld. Zordle. Kommt mal an, Kollegen, kommt mal an. Wir können immer mehr hier aufstellen, wahrscheinlich. Ja, wobei eigentlich nicht. Ja, doch, doch, doch. Wir sind auch noch das ganze Zeug bekommen können, dann auf jeden Fall ja. Dann auf jeden Fall ja. Bitte die andere halbe Division noch darüber hin. Und die Division noch da ist, bitte noch darüber hin. Go, 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 go. Ich merke, es hätte auch besser sein können. Ja, weil es doch eine große Invasion ist. Komm, was ist, was ist. Wir laden nochmal. Wir laden nochmal kurz den 2. Juni sogar. Nur muss ich jetzt in 2 Tage mehr Zeit geben, damit wir Leute hinbekommen können. Ich habe jetzt aber auch nicht gedacht, dass das Thema so schlimm ausgehen könnte.
Hier Frontlinie dort rum bilden, mit Angriffslinie dort rum bilden. Go, go, go. Alles, was wir da haben, bitte nach dorthin. Und ihr auch nach dorthin. Und ihr bitte nach da und nach dorthin. Und dann hat er mir noch gesagt, ihr hier. Einmal kurz anhalten. 1, 2, 3. Sehen, was wir machen. Nach da und nach da. 1, 2, 3. Einmal nur kurz durchziehen, haben wir es nämlich auch schon fertig. Können wir es nämlich von ihrer Unterstützung vielleicht ein bisschen besser abschneiden. Ich jetzt auch nicht nein dazu sagen. Go, go, go. Und allgemein alle nach da drüben verlegen. Dann passt das schon soweit. Sowjets, ja, ein bisschen mehr. Ein bisschen weniger. Ein bisschen passt schon. Ihr kommt schon mal runter. Yep, 1,82 Millionen, das passt. Um so schnell wie möglich hier durchzustoßen. 15.000 ist in Ordnung. Da kann man nur sagen, hey, mach mir bitte mal nochmal ein 100er Schwadrönchen Jäger. Und das duplizierst du mir glatt nochmal. Los geht's. Ich glaube, wir haben sonst niemanden mehr da. Nein, wir haben schon so alles. So, 200 Jäger mehr. Sind wir auf 1000. Dann sind wir quasi auf 1000. 1000 sonst sogar noch ein bisschen höher. Ja, das passt. Das ist quasi unsere Zeit hier. Oh, wunderbar. Das gefällt mir sogar noch besser. Ihr bleibt bitte dort. Weil ihr quasi den jetzt auch mit verteidigen werdet. So, ich bitte doch darum, bitte all die ich habe, nach dorthin und nach dorthin. Go, 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 go. Tut euch so schnell bewegen, wie ihr wollt. Gerade egal wie. Oh, oder so, okay, das passt auch. Italiener haben doch was richtig gemacht. Ja, das kommt auch selten vor, muss man sagen, das kommt richtig selten vor. Leider, leider. Und bitte Rom, auch noch uns. Einmal rum und einmal friedvoll darum arbeiten. Sonst noch irgendwas? Nein, nein, nein. Wir haben hier noch ein bisschen was, da noch ein bisschen was. Schießen halt jede Menge Konvois ab. 18 Stück, das ist viel. 18 Stück ist richtig viel. 1300. Hier drüben noch ein bisschen was. Yep, wir versuchen halt noch ein bisschen was durchzubekommen, aber da wird nichts, da wird nichts. Caligari ist nicht mit, da ist niemand drauf. Okay. Ich sag nicht nein dazu. Ich sag nicht nein dazu. Dorthin bitte. Und Attacke nach da drüben hin. Go, go, go. Ein Gewaltmarsch nach vorne machen. Und wie ich gerade sehe, bauen, 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 bauen. Weniger bauen. Und ein bisschen mehr rausholen aus dem Ganzen. Sabotage. Attackieren und los geht's. Ja, im Mittelmeerraum gehört uns. Definitiv. So ist und definitiv. Okay, wir haben den Ort und wir haben den Ort hier. Italien wird hier unten angegriffen. Ja, nee. Definitiv nein. Sowas von nein. Und ihr geht noch nach darüber hin. Und wir sagen bitte 1, 2, 3. Die Invasion von hier nach da drüben noch machen. 1, 2, 3. Die Invasion von hier nach darüber machen. 1, 2, 3. Oh, das ist doch... So muss es... Oh Mist. Ich kann sagen, so muss es doch sein. 1, 2, 3. Einfach getrost angreifen können. Und ich bin so froh, 1, 2, 3, wenn der Mittelmeerraum nicht mehr den Alliierten zur Verfügung steht. Aber dafür müssen wir natürlich noch Jugoslawien und auch noch, sagt es mir... Na, die passen für den Moment. Jugoslawien, Griechenland, müssen den Bereich sogar noch Türkei müssen wir auch noch wegmachen eigentlich. Eigentlich ja. Hier und Jäger sind noch da, aber es gibt ja keinen normalen Gegner. Das heißt, wir können mit dem Recht sagen, hey, angreifen. Das passt. Und zwar alles angreifen, yep. Egal, was ihr finden könnt. Es kommen einfach nochmal 5000 Flugzeuge und schießen alles ab, was man nur abschießen kann.
sogar hier und dort mit ein bisschen Unterstützung. Yep, 11 Stück verloren, aber ein Kreuzer von ihnen zerstört. So gefällt mir das doch, so gefällt mir das doch. Haben wir sonst noch irgendwo Probleme gerade? Eigentlich hier wenig, oder? Ja, ziemlich wenig sogar. Die hier. Genau ihr hier. Ihr bekommt jetzt noch ein bisschen was dazu. Dass ihr hier noch ein bisschen mehr bombardieren könnt. Das wäre schon recht schön. 17 Stück verloren. 17 Wendermark 1 verloren bei der Aktion hier hinten. Unschön, ganz, ganz unschön. Ihr hier. Kann ich hier nicht mehr rübergehen? Was? Ich dachte, ich könnte hier rübergehen. Okay, dann dem nicht. 1, 2, 3. Seeinvasion von hier nach darüber machen. 1, 2, 3. Seeinvasion von da nach darüber machen. 1, 2, 3. Seeinvasion von da nach darüber machen. 1, 2, 3. Seeinvasion nach darüber machen. So, 10 Tage, wunderschön. Sitz passt und hat Luft soweit. Yep. Die Armee ist auch da, genauso wie der Rest, so wie es ausschaut. 17 Schiffe, wir bombardieren Häfen, wir bombardieren einfach alles an der Region. Alles wird bombardiert. Gefährliche Flotteninvasion hier. Ah, unschön. Genauso wie hier. Oh, genauso unschön. Genauso unschön. Italien gerade nicht, oder? Wobei hier unten. Wir haben genug. Ja, ich meine, wenn wir die zurückziehen könnten danach, wäre das auch noch was. Ja, wir gucken einfach mal. Wir gucken mal. Wenn jemand da ist, könnten nämlich die hier gerade die angreifen. Danach könnt ihr das hier verteidigen und alle schwarzen Truppen kommen hier rüber und greifen da an und verteidigen ein bisschen da, ein bisschen mit. Dies wäre auch noch eine schöne Sache. Ja, da hinten haben sie noch was. Das haben sie leider immer noch. Ansonsten haben wir die Ausrüstung für jede Schmacht, die man hinzufügen könnte in irgendeiner Art und Weise. Gucken wir doch mal. Wie viel Schaden können wir hinten ausrichten oder können wir gar keinen Schaden ausrichten? Da sind einige drauf, okay. Wie wäre es denn, wenn wir sagen würden, hey, von den 800, wo es keine mehr gebraucht werden, zwei Stück darüber hin. Ihr geht nach darüber und darüber hin. Hätte man nämlich noch ein bisschen Luftunterstützung bei euch. Vielleicht nützt es ja was. Sollen wir eine Kolonialverantwortung... ich glaube ja weniger. An der Stelle. Ich glaube, das war mit Teil des Verteidigungspaktes. Ja, war es. Okay. Das war's an der Stelle. Das brauchen wir gerade nicht mehr. Ja, komm, was soll's. Dann machen wir es anders. Ihr hier. Weg. Das passt. Haltet mal kurz an. Und wir sagen, ihr Grünen dürft mir quasi die Verteidigung von hier übernehmen. Noch einmal. Verteidigung von hier. Zack, zack, zack. Das wäre gar wunderprächtige Natur. Danach könnt ihr nämlich da weggehen. Müsst euch darum nicht mehr kümmern, für den Moment zumindest. Für den Moment. Ihr seid schon auf dem Weg. Ja, ihr seid auf dem Weg. Ha, und zack, los geht's. Direkt umorganisieren, das passt soweit. Und ihr geht nach da links rüber, damit Spanien in Sicherheit ist. Das wäre nämlich das nicht größere Problem sonst. So, ihr kommt auch weg, das passt. Während wir hier einen wir ziehen hier ziemlich viel weg. Wir schießen jetzt ziemlich viel weg. Könnt ihr hier eigentlich auch... Ja, ihr greift an, wenn ihr was angreifen könnt. Ich schnitt viel, aber das bisschen, was ihr machen könnt, macht's auf jeden Fall. Okay. Das heißt, Invasion hier haben wir noch. Hier haben wir noch Invasion und hier haben wir Invasion. Ja, viel Spaß mit der ganzen Aktion hier. Wenn ich dann schon mal sehe, dass die Invasionsflotten ja eigentlich abgeschossen werden, genauso wie hier, würde ich mal behaupten, haben die kein großes Ziel vor Augen. Da wird nichts.
6 Transporter vernichtet, da 2 Transporter, 5 Transporter hier. Der Stolz der Freude von den Franzosen gleich abgeschossen. Finde ich gut, finde ich so sehr gut. Währenddessen, Befragung machen wir nichts weiter. Anleihen brauchen wir auch nicht momentan, nein. Sonst brauchen wir eigentlich auch rein gar nichts, überhaupt nichts sogar. Schön, wir brauchen überhaupt nichts momentan. Okay, was ist, wenn wir sagen würden, ihr kommt nach dort und dort drüber hin. Bombardiert alles, was ihr bombardieren könnt. Das wäre doch echt wunderbar, oder? Kriegsunterstützung minus 2. Na, warte mal, das kriegen wir noch hin. Das kriegen wir sowas von noch hin. Wir haben jetzt ein Rudelgeschwad hier oben drüber. Leider noch nicht hundertprozentig so viele Bomber, wie ich gerne hätte, aber es kommt, es kommt. Es kommt an der Stelle. Geht ihr auch nach oben durch? Ah, ich sehe bereits, ich sehe bereits. Da drüben 100 Stück starten lassen. Ich möchte meine Konvois abschießen, wenn ich es richtig sehe. So, wir schießen hier was und hier auch überall. Ja, das passt soweit. Plan ist aktiv. Es passiert noch nicht so, wie es ausschaut. Schade. Mehr als merkwürdig sogar. Haben wir noch mal welche? Ein paar hätten wir noch übrig. Sie machen genau das gleiche dann. Die Torpedobombe abschießen. Okay. Da hat nichts funktioniert, davon überhaupt gar nichts davon. Okay. Ah, jetzt können wir auf einmal angreifen. Ich habe keine Ahnung warum. Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt auf einmal funktioniert und davor nicht. Ich bin etwas verblüfft an der Stelle. Etwas sehr verblüfft sogar. Freistellplätze. Oh, das ist die Anzeige, die gerade rausbuggt, so wie es ausschaut. Das ist sehr unschön. Moment, warte mal. Speichern. Die Backgerade, Spieladen. Wir haben ja noch eigentlich ein bisschen was zu machen. Yep. Laden nochmal, zack. So, gucken wir nochmal. Vielleicht haben wir den Bug dann quasi. Ja, aber nicht. Ah, doch. Yep, korrigiert. Bug ist korrigiert worden. So, wunderbar, passt. Finde ich gut, finde ich so sehr gut. Die Sowjets machen Probleme, dann können die Italiener noch ein bisschen was mithelfen. Logistiker, ja, ich bitte darum. Immer bessere Logistiker machen. Während wir ihnen alles wegbombardieren. Ja, darf ruhig ein bisschen mehr sein sogar. Darf ruhig ein bisschen mehr sein. Ihr könntet theoretisch auch noch das Gebiet hier verteidigen. Das würde ja auch noch vor uns gehen. Da haben wir genug Truppen, um das noch zu bewerkstelligen. Ansonsten würde ich sagen, weitere Treffer überall. Yep. Das hat er auch schon. Weg damit. Yep. Italien möchte uns monatlich Zusatzrüstung geben. Ja, her damit. Eins zerstört, ein bisschen was zerstört. Oh ja. Dies Biesel, das passt schon. Hier haben wir noch was, dort haben wir noch was und hier haben wir auch noch welche. Die haben zum Glück echt so gut wie nichts mehr im Angebot. Die haben echt nichts mehr im Angebot. Das bisschen was sie nur haben, schießen wir ihnen sowas von runter. Details zur Flakstellung, direkt neu reinmachen. Und wir könnten noch sagen, wenn da wirklich so ein bisschen was los ist, dann bitte... Ja, das geht netter. Das gehört zu dem Luftraum mit dazu. Brauchen wir keine Flak hinbauen. Dies bringt dann wiederum nichts. So, Level 2 Fort ist hier auf jeden Fall gebaut. Yep, Level 3 sogar. Okay, Level 3. Wenn das noch ausbauen würden, wäre auch noch ein bisschen besser. Ist halt gegen das Territorium, diese paar Millimeter. Das ist so ein bisschen das Problem gerade. Sonst würde das alles ein bisschen besser ausschauen. So, wie schaut es denn hier aus? Die Russen haben Überlebensprobleme, wenn das so weitergeht. Okay. Das war eigentlich vollständig entschlüsselt.
könnten ja quasi einen Angriff starten. Schauen wir noch mal. Ihr seid doch ihr hier unten. Yep, ihr seid hier unten. Dann bitte möchte ich das aktivieren. Dankeschön. Das ist immer recht gut. Dann können wir nämlich sagen, ihr angreifen. Wenn also wir angreifen von der Seite. Nehmen wir umso besser. Attackiert wird die ganze Zeit schon. Yep, vom Feinsten sogar. Vom Feinsten. Sonst noch irgendwas gerade da. Nichts mehr Aufregendes auf jeden Fall. Nichts mehr Aufregendes. Vertreibt sie von meinem Kontinent. Meins an der Stelle. Einfach nur meins. Dankeschön. Sitzt, passt und hat Luft. So. Haben wir sogar noch ein bisschen was an Produktionskraft dazu gewonnen durch die Aktion. Wir benötigen echt mehr Bomber, stelle ich fest. Wir brauchen einfach mehr Bomber. Yep. Mehr in der Luft bombardieren wäre echt angenehm. Hier brauchen wir auch nichts mehr. Nord und Süden. Wird angegriffen, juckt uns wiederum weniger. Wie schaut es denn hier momentan aus? Da sind noch ziemlich viele. Das macht uns gar nichts aus. In unserem Kampfdruck können wir jetzt nämlich sagen, hey, machen was Neues. Wir machen etwas Neues an der Stelle. Wer seid ihr denn? Ihr seid ziemlich geschwächt, aber der Gegner vielleicht auch. Dann kommt ihr jetzt mit. Ihr kommt nach da oben. Und werdet von hier quasi da drüben angreifen. In 77 Tagen. Das ist schon meine Sache. Ich möchte eigentlich, dass ihr hier angreift. Ja, das wär's schon mal. 65, immer schon weiter, immer schon weiter. Komm schon, nur noch einer da, nur noch einer da, noch einer. Komm, 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 brech durch, brech durch, brech durch. Die letzte Division ist gleich weg vom Fenster. Ich weiß, du immer wieder ein bisschen aufstocken. Her damit. Ja, wir haben sie, wir haben sie, wir haben sie. Bitte schön dorthin. Attacke darüber machen. Und go, go, go. Die nächste kleine Insel, die eingenommen ist. Hallo Kroatien. Schön, dass es dich gibt. Dann sagen wir nämlich auch noch, du bist auch Teil von der Verteidigungsstrategie. Ja, du bist auch noch Teil davon. Passt soweit. Go, 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 go. Rübergehen, Erdöl haben wir auch noch verbessert. Warum nicht? Noch ein bisschen Gummi machen. Und irgendwas anderes noch. Radartechnik klingt auch immer recht schön. Ist auch immer recht schön. Und die nächsten paar Truppen sind weg vom Fenster. Und bingo. Dankeschön. So. Dann kann man jetzt sagen, ihr geht auch weg. Und macht eine Seenversion dann von da nach da drüben rein. 48 Tage. Ja, das ist ein Thema, das ich nicht so lange warten möchte. Ich möchte nicht so lange warten. Darüber gehen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Machen wir 4. Machen wir immer 4. Nummer 1. Zack. 1, 2, 3, 4. Die nächsten. Zack. 1, 2, 3, 4. Noch mehr. Das wollte ich nicht machen. Dies war jetzt ein bisschen falsch. 1, 2, 3, 4. Von da nach da. Also ein bisschen aufgespielt dann. 1, 2, 3 und 4. Das sind 10 Tage, das ist berechenbar. 1, 2, 3, 4. Und du auch von da nach da. Und los geht's, go. Kann man nämlich auch sagen, der Luftraum hier ist gut, der Luftraum hier ist egal. Bitte, ich möchte alle Bomber, quasi, die ich habe, da drüben sehen. Dort drüber und dort drüber. Das passt soweit schon. Auf das wir die Infrastruktur hier quasi niederballern. Ah, sie haben auch uns dechiffriert. Na, danke auch fürs Gespräch. So schnell kann es gehen. So schnell kann es gehen. Noch 12 Tage aktiv das Ganze. Dann soll es noch 12 Tage aktiv sein. Passt soweit. Wir sind hier sicher. Hier auch, hier auch, hier auch soweit. Yep, hier sind wir auch sicher. Hier sind auch überall grün. Ja, wunderschön. Wie lange habt ihr noch Zeit? Und sagt mal, ihr seid früher da, als ich es mir gedacht habe. Muss ich sagen, ich habe es nicht gedacht, dass ihr so früh kommt. Andere Schiffe werden einfach nur abgeschlachtet da hinten, dann ist auch gut.
Dann ist auch soweit wieder gut. Hier noch welche Jäppchen natürlich auch. Hallöchen aber auch. Möchtet ihr hier sein? Ihr möchtet, glaube ich, hier sein. Ihr werdet gleich wieder verbannt werden. Aber sowas von verbannt werden. Bitte einmal weg, bitte einmal hier weg. Die Dummen versuchen sich auszubreiten, aber sie werden es nicht schaffen. Das kann ich jetzt schon mal sagen, sie werden es nicht schaffen. Weil sie versuchen hier noch anzugreifen, aber... Genauso wie hier. Aber es wird halt nichts. Es wird halt nichts an der Stelle. Yep. Einfach nur kaputt schießen, das passt schon. Einfach nur kaputt schießen, genauso wie hier. Ist halt zwischendrin, das wird aber auch nichts werden. Kann ich einfach in den Rücken fallen und gut ist. Also, ich hab's jetzt nicht so gut durchdacht. Also wie die Tatsache, dass ich eigentlich auch keine Chance habe bei dem krassen Luftangriff, den ich hier gerade mache. Haben wir noch mehr übrig? Hab ich noch? Halt. Nicht Bereitschaft, all dorthin, wollte ich gerade sagen. Wenn wir jetzt keine Bereitschaft machen, dann haben wir nämlich Probleme an der Backe. 100 Stück festlegen, yep. Und nochmal 100 Stück festlegen, yep. Alles dorthin verschiffen, die müssen fallen hier, die müssen fallen. Wunderbar. Einfach nur wunderbar an der Stelle. 28 Divisionen. Meine Güte, okay, das ist ein... Das war gewaltig, war das jetzt aber... Was soll's? Danke für die Militärpolizei. Darum kümmere ich mich gleich. Das war jetzt ein riesiger Fang. Ein gewaltiger Fang sogar. Fernmedikum, den können wir auch noch machen. Ist mir noch was? Und ihr greift einfach hier an und überrennt sie vollends. Den nächsten Punkt, den sie verloren haben. Aber sowas von. 2 pro Tag, 1 pro Tag. Ich brauche mehr Bomber. Ich brauche mehr Bomber an der Stelle. Das hilft ja alles nichts. Das sind viele, die wir haben. Und hier 32 Stück. Ja, alle weg. Alle weg damit. Alle weg damit. Genauso wie hier hinten. Alles abgeschossen. Puh, wenn irgendwas hier einkommen sollte, wird es auch abgeschossen werden. Das ist ein Traum. Muss ich gerade mal sagen, das ist ein wahr gewordener Traum. 21 und Küste auch noch. Ja, her damit. Ich kann alles verteidigen. Ich kann alles verteidigen. Oh, wie genial ist das? Wie genial ist das denn? 1, 2, 3. Die können wir auch noch gleich hochsetzen, weil wir bauen gerade eh nicht viel. Falls es hier nämlich dann weniger wird, dann brauchen wir die auf jeden Fall. Dann brauchen wir die sowas von. Runter. Und das zum Schluss auch irgendwann später machen. Das passt schon. Das macht die Autoreparatur. Okay, heißt, ihr kommt mit. Oh, ihr helft mir jetzt mit quasi in Bulgarien. Weil ich glaube, die sind hier und die sind da. Wenn wir Griechenland niedermachen können in Bulgarien, das wäre ein richtiger Schlag in ihr Gesicht. Aber sowas von. 1, 2, 3, 4, 5. Von da nach da. Wunderbar. 1, 2, 3, 4, 5. Von da nach da. Und wunderbar. 1, 2, 3, 4, 5. Von da nach da. Und wunderbar. 1, 2, das war ich nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Von da nach da. Und wunderbar. Dann haben wir nur noch 4 übrig, das macht nichts. Ihr 4 kommt. Schnell, wie es geht, dann einfach darüber und dann passt es auch soweit schon. Jupp. Gehört uns. Solle. Die Region ist leer gefegt. Wir können zur Gaudi noch sagen, hier zum Schutz welche hinstellen, aber sonst, ihr alle, die hier seid, bitte da und dorthin. Und bombardiert den Bereich hier. Das ging nämlich nach einer vernünftigen Sache, die man tun sollte. Einfach die hier wegbombardieren. Wir haben 500 hier. Die brauchen wir auch nicht mehr alle. Da können wir auch ein paar abstellen.
die quasi dann von da nach da drüben angreifen und auch noch ein bisschen mithelfen. Wobei, egal was wir auch finden werden. Aber was es sein wird, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dato, macht es gut und wie immer, tschüss alle. Oh, ich sehe gerade noch ein bisschen Aluminium von euch hier, wunderschön.